Alter. Stop! Okay, let's go. Und wieder dieses Zeichen. Rot. Ja. Hä? Wo muss ich denn lang? Schon wieder dieses Zeichen. Oh, echt jetzt? Naja, wir haben es verstanden. Er ist ein netter Typ. Hä, wie komisch. Wieso ist sie denn da nicht rübergehüpft? Stopp! Aber jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Wie gut, dass wir in einem Spiel sind, ne? Ja, richtig, gleich links abbiegen. Hab ich gerade gemacht. Weißt du, wie ich heiße? You can't run from time, bro. I had my revenge. You will pay for what you did. Was? Was habe ich denn getan? You made it. Wow. What a sprint! I told you, Benny, she can run! Ach, da. Krass, was ist denn mit dir? Was hat sie denn getan? Kapitel 4. Das Werk des Daedalus. Hey, it's Aubrey. Anything from your sister yet? No. I'm worried. She should have radioed in by now. The lockdown is likely blocking her ability to transmit. She's probably fine. So, is now a good time to ask how Ludwig knows your name? Maybe he mistook me for someone else. I'd rather not think about it. Still, he didn't know your name. So we must be somewhat... aware of what is. Oh. Aubrey, help! I'm on it! Sit tight! Still moving, Aubrey. Stop the car! I'm trying! Aubrey! Jump, Rose! Alter. Rose! Are you okay, Rose? That was close. Ja, ziemlich. Thank God! Thank God! Thanks, Aubrey. That could have gone bad. A second later and... yeah. Ist das schon wieder dieses Zeichen? Ständig dieses Zeichen hier überall. Was für ein Psycho, so, ja, ey. Where am I? I've got some good news and some bad news. What do you want first? Bad news first, always. Okay, well, I thought I would be able to take you all the way.
sister in the biolabs, but that obviously won't happen. The good news is, I know exactly where you need to go to get there. Also, I can provide you with this. A light at the end of the tunnel! You get it? A light at the... Anyway, just follow the tunnel until you reach the station up ahead. That sounds easy enough. I will go towards the light. Great. I'm going to fix a few things here on my end. I'll check back in a bit. See, Manny? I told you she'd get it. Go towards the light. Hello, dude. Er ist ein bisschen arrogant gewesen, aber jetzt ist er irgendwie... Ja gut, er hat geholfen, ne? Er hat geholfen. Ja, was für ein Psycho, ey. Ich frage mich, was mit diesem Ludwig los ist. Warum killt er denn alle? Hat er denn ein schlechtes Frühstück? Lass mal duschen hier. Okay, da komme ich nicht durch. Dann versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Da kommen wir ja nochmal hoch. Schauen, ob wir da irgendwie über die Rohre kommen oder so. Sieht aber auch nicht so aus, ne? Ja. Liegt vielleicht daran, dass ich hier unten weiter soll. Kommt er nicht wieder? Ich meine, er müsste ja jetzt ganz woanders sein normalerweise, ne? Der könnte jetzt gar nicht hier in der Nähe sein. Wenn der gleich auftaucht, ne? Laufen, sagt er. Rose, you made it? Aubrey, yeah, I'm at the station. Where do I go from here? You're at the tech labs. I've already rerouted power to the section you're about to enter. I took the liberty of overloading a few select doors to help guide you towards the biolabs. Simply go with the flow, but bear in mind that I couldn't get them all, so watch your step. Okay. Anything else I should know about this place? Well, it's probably not going to be pretty. So, you know, hold your nose. Benny smelled while he was alive. But let me tell you, decomposing flesh has a poignant odor all of its own. Isn't that right, Benny? Yeah? He's like a tulip of death. That's kind of morbid. You sure you're okay, Aubrey? I'm using my best friend's dismembered arm as a back scratcher. Of course I'm not okay. Just continue through the tech labs. I'll be back in a bit. Okay. Abteilung Schienenverkehr. Wagenkontrolle. Abteilung Technologie. Unterabteilung Schienenverkehr. Wagencheck DPA 65465. Was zum Teufel, Frank? Wagen Nummer 42, Nummer 12 und Nummer 77 sind vorprogrammierte Katastrophen. Die Hardware-Ausfälle reichen von gerissenen Bremsplatten bis hin zu unpassenden Türscharnieren. Hast du wieder getrunken? Komm morgen um 10.30 Uhr in mein Büro. Wenn du betrunken kommst, ertränke ich dich. Ich werde dich nicht weiter schützen. Arthur Harris. Ja, Arthur Harris.
Herr Arthur. Alter, was für Station, ey. Das ist ein Schiff. Das muss man sich immer noch geben. Es ist ein Schiff. Was ist denn für ein Riesenkomplex hier? Was ist das für ein Schatten? Boah, was ist das für ein Schatten? Das ist gar keine, das ist einfach nur eine komische Reflexion gewesen. Hatte ich gerade einen Freeze. Schön. Okay. Zeitung The World. Teslas Meteorologieforschung beschuldigt, regenlose Gewitter zu verursachen. 7 Tage Donner und Blitze ohne Regen. Wetterexperten können das Phänomen nicht erklären. Spekulationen über Wardenclyffs Beteiligung. Demonstration vor dem Hauptquartier von Wardenclyff zunehmend gewalttätig. Entschuldigung, oh Gott. Mitarbeiter von Wardenclyff zu Überstunden aufgerufen. Okay, überliegen hier immer Zeitungen, das ist auch immer sehr spannend. Hier ist ein Lift. Kommen wir nirgendwo hin. Okay. Wir kommen anscheinend darüber. Werden wir mal machen. Ich kann mir doch nicht erzählen, dass der Ludwig die hier alle gekillt hat, oder? Man, er ist doch nicht so eine Kampfmaschine. Man, der ist zwar nicht ganz dicht, aber der hat doch nicht alle gekillt hier. Sind das vielleicht noch mehrere, die diesen Schatten haben? Nein. Nett ist was anderes, ne? Das Zeichen schon wieder. Die Melodie wird, also die Musik wird auch zunehmend bedrohlicher, habe ich das Gefühl. Progress, not entry. Alter, diese verdrehten Augen, ne? Timetables, Tech Labs. Wardenclyff. Okay, wir sind jetzt im vorderen Teil des Schiffes. Wo waren wir im hinteren? Wir sind jetzt auf 29. Was ist denn 29? RS Main Station. Okay, okay, okay. 39. Oh, cool. Hier ist ein... Oh, 9 ist ein Kino. Vorne. Ganz vorne. Ich würde sagen, das ist Bug. Am Bug ist ein Kino. Wie geil ist das denn? Kommt bestimmt geil. Immer wenn Wellen dagegen ballern, hört man bestimmt viel vom Film. How bad do you have to screw up your time experiment for the past to become visible in the present? Ja, das frage ich mich auch. Exo League, do not enter. Evacuate all the tunnels. Okay. Exo League, do not enter.
Exolec, von dem wir schon gehört haben, ne? Das ist ja mega beeindruckend hier, ne? Unvollendete Rohrpostnachricht an Physikabteilung T90, an Tech-Abteilung N7. Inhalt: Was meinst du mit, wir haben die Zeit zum Bluten gebracht? Erstens haben wir keine Scheiße gebaut. Dieses Chaos ist ein Verdienst der Physikabteilung. Allen voran die Deppen aus der Dimensionsphysik. Undankbare Trophäenjäger. Dank euch haben wir alle 2 Stunden Exo-Alarme. Es ist klar, dass die Quarantäne nicht funktioniert und die Leute angepisst sind. Bringt das in Ordnung, damit wir wieder arbeiten. We've made time bleed? Okay. Rohrpostnachricht, du schaffst das. From 2. You can fix this. Ich denke nicht. Not likely. Laboratories. Laboratories. Okay. Laboratory. Na, ja, dann wollen wir da mal rein. Geht nicht. Schade. Okay. Dann da hinten. Das klingt toll. Das klingt so toll. Ich freue mich so sehr. So, sabotage triggered a quarantine that didn't manage to contain the danger. Fine, but for one richtig. Stab crazy psycho. I'm still missing something. Das sind so viele Leichen für einen Psychopathen. Das ist doch dieser Laser, ne? Helios Tech Bauplan. Bauplan für den Todesstrahl. Wait out for the title. Book ringside seats now. McCarthy versus O'Connor. Kryptische Nachricht. Eine Reihe von seltsamen Symbolen verstreut auf der Seite. Ja, doch. Post-it-Nachricht. Erlen, die Jungs vom SecDep konnten es nicht knacken. Ich habe ihnen gesagt, du könntest es versuchen. Ich vermute, es handelt sich um eine Caesar-Verschlüsselung mit Symbolersetzung. Sag mir Bescheid, ob du das hinkriegst. Steve. Der Steve. Der Steve.
Na super. Oh Mann. Schön, wenn Türen zu bleiben. Da kann ich's raushüpfen. Zu? Ah. Aber trotzdem, irgendwas kriegt das immer auf. Was? Das ist das Symbol auch schon wieder. Yeah, about that. Could you unpower this lightning machine ahead of me? Ah, okay, I see what the problem is, but... Sorry, Rose, it isn't responding to my commands. Great. So what do I do? The thing you do best, my dear, you run. Just this time, avoiding the bolts of electricity at the same time. Isn't there a way to turn this thing off from in here, then? I was getting... Bottom floor, there are emergency overrides. There are two panels. You will have to enable them both. That should calm the sucker right down. I'll check back in a bit, Rosie. This noise is giving Benny a headache. Der Benny. Wir wollen natürlich nicht, dass er Kopfschmerzen bekommt. Sollte ich nicht machen. Ups. Geh doch darüber. Oh. Wie schön. War das jetzt EMP oder was war das? Mama sagt immer, mit Strom spielt man nicht. Nee, ich habe ja auch nicht mit Strom gespielt. Nein, natürlich macht man das nicht. Das macht man nicht. Ich habe ja nicht gespielt, ich habe es ja ausgeschaltet, damit keiner mitspielt. Die hat aber auch die Ruhe weg, ne? Beim Leitern steigen.
Ja, wir gehen hier aber nochmal lang, um zu gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas liegt. Genau, ich dachte energieeffizient. Ja, das ist doch doof, wenn das hier alles so verbraucht wird, beziehungsweise vernichtet wird oder ins Nichts geschossen wird, diese Blitze. Ja, lieber mal ausschalten.